Thema Prognoseintervalle. Ausgangslage ist so, also wir sind bei der Mikro-AG und ein Chip ist mit der Wahrscheinlichkeit 20% fehlerhaft. Ein Kunde bestellt 100 Chips. Stellt euch mal vor, damit ihr mal eine Ahnung habt, wofür ihr das Zeug überhaupt braucht. Stellt euch vor, ihr liefert dieses Paket aus mit 100 Stück drin und der Kunde ruft an und sagt, dass es gar nicht geht, weil 35 Mikrochips defekt sind. 35. Dann überlegt ihr, Moment, 20% Fehlerwahrscheinlichkeit, dann dürfte doch in dem Paket eigentlich nur erwartungswert 20 Stück fehlerhaft sein. Dass da 35 fehlerhaft sind, ist doch echt unwahrscheinlich. Und das ist schon der Gedanke in Richtung Prognoseintervall. Mir möchte jetzt sagen, naja, wenn 20% Fehlerwahrscheinlichkeit ist, dann sollten doch eigentlich so in dem Paket zwischen, keine Ahnung, vielleicht 15 und 25 defekt sein. So eine Aussage möchte man treffen, und zwar zu einer Wahrscheinlichkeit. Wir möchten sagen, in dem Paket von 100 Stück sind zu 90% zwischen so und so viel defekt. Und wenn dann ein Kunde kommt und eine viel zu hohe Zahl angibt, dann ist das recht unwahrscheinlich, dass er recht hat. Und wie kommt man jetzt auf dieses Prognoseintervall? Also wir sind in der Situation, wir haben praktisch eine echte Wahrscheinlichkeit haben wir, also die grundsätzliche Fehlerwahrscheinlichkeit von 20% haben wir und möchte daraus in Bezug auf eine Stichprobe, also 100 Stück, Aussage treffen. Wir machen praktisch Aussage von der Gesamtheit, von unendlich vielen Stück wären ja 20% fehlerhaft. Da möchte man einen Schluss ziehen, wie sieht es denn aus, wenn 100 bestellt werden. Okay, also wir möchten erstmal, ich habe es hier so schrittweise dargestellt, wir möchten ein Intervall haben. Untergrenze heißt A, Obergrenze heißt B. Und wir möchten, dass zu 90% die Anzahl der defekten Stück in diesem Intervall sich befindet. Also von der Idee her, es können ja grundsätzlich zwischen 0 und 100 Stück defekt sein, logisch. Erwartungswert waren 20 Stück. Ich habe hier so ungefähr die Verteilung hinskizziert, ne? Dass genau 20 defekt sind, ist relativ wahrscheinlich. Dass irgendwie sowas wie 2, 3 defekt sind, ist recht unwahrscheinlich. Und wir möchten jetzt einen Bereich angeben, ein Intervall, welches 90% Wahrscheinlichkeit in sich trägt. Ne? Also 100% Wahrscheinlichkeit haben wir. Wir möchten, dass 90% in unserem Intervall ist, das blaue Intervall. Logischerweise dürfen dann noch am rechten Rand und am linken Rand jeweils ca. 5% sein. Dann haben wir 10% außerhalb und 90% innerhalb. Also ihr seht schon, dieses blaue Prognoseintervall, die Mitte ist immer der Erwartungswert. Genau, und das in dem Fall sollen immer 90% drin sein und dann müsst ihr praktisch die verbleibenden 10% einfach aufteilen, dann wisst ihr ca. 5% links am Rand und ca. 5% rechts am Rand. Okay, wie kommen wir jetzt auf die Untergrenze? Also von der Idee her, wenn ihr verstanden habt, okay, hier in dem blauen Intervall, wo wir suchen, sollen 90% oder ein bisschen weniger drin sein, dann darf am Rand, am linken Rand, dürfen 5% oder ein bisschen mehr drin sein. Also größer gleich 5%. Das heißt, wenn der Rand hier 5,4% ist, ist es auch in Ordnung. Und wie kommt man denn jetzt auf die Untergrenze? Ich denke, hier ist eigentlich verständlich, man sucht den größtmöglichen Wert, sodass die kumulierte Wahrscheinlichkeit den Wert 5% noch überschreitet. Ne? Also ich kann ja die Wahrscheinlichkeit für 10 oder weniger Treffer, für 11 oder weniger Treffer, für 12 oder weniger Treffer, für 13 oder weniger oder für 14 kann ich mir im Taschenrechner anzeigen lassen. Und ihr schaut euch einfach diese Liste durch und guckt, wo dieser Wert die 5% zum ersten Mal überschreitet. Also bei 13 sind wir noch bei 4,7% und ab 14 sind wir dann, haben wir die 5% überschritten, 8%. Und diesen Wert nehmt ihr, den kleinstmöglichen Wert, sodass man aber über dieser 5%-Hürde ist. Das heißt, so kommt man auf die Untergrenze, die 14. Ne, also dieser Rand hier links hat dann keine 5, sondern 8%, aber lieber zu viel als zu wenig. Und genauso macht man es dann auf der rechten Seite. Da soll dieser grüne Rand mindestens 5% sein. Das heißt aber, dass dieser, wir bräuchten ja jetzt eine kumulierte sozusagen nach rechts. Wir haben aber nur eine kumulierte
kleiner gleich, eben die vom Taschenrechner. Überlegt euch, wenn das hier 5% oder mehr sind, dann geht es doch von 0 bis zu dieser rechten Grenze, sind es dann 95% oder weniger. So kommt man auf diese Bedingung, 95% oder weniger. Und dann nimmt man eben der größtmögliche Wert von B, sodass ich noch unter 95% bin. Also sozusagen irgendwie das Gegenteil von hier. Ne? Hier oben habe ich den kleinstmöglichen Wert genommen, dass ich über 5% bin. Und hier nehme ich den größtmöglichen, dass ich noch unter 95% bin. Also, dann gehe ich die Liste durch. Bei 26 oder weniger Treffer bin ich noch unter 94%. Und hier überschreite ich, bei 27 oder mehr Treffer überschreite ich schon die 95%. Aber ich möchte ja den größtmöglichen Wert, sodass ich noch drunter bleibe. Das heißt, meine rechte Grenze sind 26. Und dann habe ich ein Prognoseintervall von 14 bis 26. Und da kann ich sagen, in diesem, also zu 90%, ich habe ja 100 Chips ausgeliefert, zu 90% ist die Anzahl der defekte Chips zwischen 14 und 26. Das heißt, wenn der Kunde anruft und sagt, das sind 35 defekt, passt es überhaupt nicht. Wenn er sagt, hey, bei mir waren 25 defekt, dann kann das durchaus sein. Genau, solche Schlüsse zieht man dann draus. Also hier im Beispiel, der Kunde ruft an und sagt, hey, 28 sind defekt. Klingt irgendwie noch plausibel, naja gut, Erwartungswert ist 20. Aber vom Prognosehintervall ist klar, zu 90% liegt es in dem Bereich. Das heißt, 28 liegt da nicht drin. Und damit weicht das signifikant vom Erwartungswert ab, sagt man. Okay, Beispiel 2. Etwas kürzer, und ihr merkt, auch das kann man nach einem Schema machen. Jetzt sind wir bei Apple. Es gibt an, 17% der Jugendlichen haben ein iPad, also deutschlandweit insgesamt. Und wir schauen uns jetzt eine Stichprobe von 500 an. Wir möchten diesmal ein Prognoseintervall mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von nur 75%. Also zu 95% soll es in dem Intervall liegen. Und die Ränder links und rechts haben dann jeweils, also 25% fehlen ja noch auf 100, teilen wir auf 50-50, jeder Rand 12,5%. Genau. Das Intervall soll natürlich dann wieder symmetrisch zum Erwartungswert, das soll genau in der Mitte sein. Könntet ihr ausrechnen, wie viel sind denn 17% von 500, aber das passt auch schon automatisch, das müsst ihr hier gar nicht berücksichtigen. Also, linke Intervallgrenze. Wir suchen, wie vorhin, den kleinstmöglichen Wert, sodass ich bei der kumulierten Verteilung über 12,5% bin. Wenn ihr euch die Liste anzeigen lasst, aha, bei 74 oder weniger bin ich noch bei 10% und ab 75 bin ich dann schon bei 12,8%. Das heißt, meine linke Grenze 75 und bei der rechten Grenze, da suche ich den größtmöglichen Wert, sodass ich noch unter 87,5 bin. Also bei 94 bin ich noch drunter und ab 95 bin ich schon drüber. Das heißt, 94 ist meine rechte Grenze. Dann habe ich das Intervall. Genau. Und jetzt noch ein Check, was dieses Intervall kann. Jetzt in der Stichprobe, 500 Leute wurde befragt, ob sie ein iPad haben. 80 sagen, wir haben eins. Was sagt unser Intervall? Der Wert ist voll drin, das heißt, das ist dann, dieser Wert ist verträglich mit unserem Intervall. Genau, soweit zum Prognoseintervall.